Und da sind wir auch schon wieder zurück bei Minecraft. Herzlich willkommen, mein Lieber, meine Liebe, meine Liebe. Hä? Ah, da ist schon wieder die Scheiße. Na, sag mal. Wie kommt das denn hier rein? Willst du mich verarschen? Hallo? Hallo? Wie kam das denn hier rein? Ist das hier gespawnt oder was? Junge, willst du mich verarschen? Ich mache hier gerade so eine schöne Moderation. Weißt du, so, ja, ja, herzlich willkommen. Und dann wird es hier direkt wieder angegriffen. Okay, pass auf. Vergangenheit John hat ja letzte Folge gesagt, beziehungsweise letzte Aufnahme. Er will sich das mal anschauen mit Verzauberung und hier Pipapo. Verzauberung und hier Pipapo. Das Problem ist, wir haben hier kein Mending drauf, beziehungsweise Reparatur. Jetzt will ich mal schauen. Wir haben ja eins, wir haben ja schon mal eins hergestellt. Ein Netherit-Schwert, ne? Und jetzt will ich mal gucken, was wir hier an Büchern haben. Durchschuss 3, macht keinen Sinn. Seelengebunden, 9, Temptation, Temptation Island, okay. Durchschuss 3, macht keinen Sinn, Federfall. Ja, okay, Rückschuss 1, erhöht die Rückschusskraft der Waffe. Federfall 3, Schwungkraft 2, oh. Ich habe hier aber Curse of Breaking. Your Tools Break Faster, ja, das ist ja super. Das ist ja Bone of Earth. Ores may be found when mining stone. Okay, Mystical Enlightenment. Soul Reaper 2. Und Schnellschaden 1. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit von... Okay, das macht keinen Sinn. Okay, dynamischer Hammer 2. Erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit des Hammers. Das ist ja super. Das ist ja ein Träumchen. Fluch der Knochen. Chance bei Treffer Knochenschild anzuwenden. Okay. Was? Curse of was? Using a total to spawn spirits. Okay. Ich glaube, wir haben hier gar nicht mal so geile Sachen, ne? Na. Wenn wir überhaupt Mending haben, also Reparatur. Ich glaube es nicht. Oder Schärfe 3, wie auch immer. Müssten wir halt echt mal schauen. Hier haben wir Schärfe 2. Ich packe das mal hier unten hin. Ne, damit ich da Bescheid weiß. Hier haben wir auch nochmal Schärfe 2. Schärfe 2, Fluch der Torheit. Verhindert das Sammeln von Erfahrung bei Verwendung dieses Gegenstands. Es macht überhaupt keinen Sinn. Skulksmite, Skulksmite, magischer Schutz 2, Soul Reaper 2, okay. Ich meine, ich habe mir das ein oder andere Video, okay, ich habe mir nur ein Video angeschaut. Also Schärfe auf jeden Fall, Burning wäre auch geil, aber Mending, ne? Ja, oder, ja, Mending. Mending, Meending, wie auch immer, Kapazität 2, erhöht die Luftkapazität des Rücktanks, okay. Wir haben hier fast gar nichts, ne? Wir müssen vielleicht versuchen, dass wir es verzaubern. Aber ich bin da so ein bisschen... Nee. Nee. Aber wir können ja auch... Können wir nicht auch Bücher verzaubern? Ja, macht ja eigentlich Sinn, ne? Ich meine, wir haben ja das ein oder andere Buch. 37 Level haben wir. Da können wir ja unser Glück mal vielleicht versuchen. Kalter bis 3. Gegner einzufrieren. Ja, gut. Mehr Schaden durch Angriffe von hinten. Jo. Ich glaube, so viele Sachen und ja... Erhöht die Speicherkapazität von bestimmten Gegenständen. Ja, Schärfe 2 ist ja auch nicht gerade das Beste, ne? Blutegel 2. Ich glaube, wir haben hier... das sieht richtig kacke aus. Was ist das hier? Impulse Damage dann bei Shields. Erhöht die Speicherkapazität. Okay. Froststärke 1, Rebounding 3. Melee Attackers may find themselves much further away. Hm, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Stärke 3. Erhöht den Schaden von Pfeilen, die vom Bogen abgefeuert werden. Das brauchen wir auch nicht. Okay, wir haben gar nichts hier, ne? Rebounding-Kapazität. Ich weiß halt nicht, ob das Rückstoß ist. May find themselves much further away. Hm, das können wir vielleicht mal mitnehmen. Schärfe 2, ja. Ich schau mal, ne? Ich schau mal, ob ich jetzt hier, wenn ich jetzt sage, okay, pass auf. Okay. Aber dafür brauche ich erstmal wieder hier, ne? Ja, ich brauche dafür, ich brauche dafür... Lapis Lazuli. Die Frage ist natürlich, wenn das eine jetzt 14 kostet, dann haben wir summa summarum noch 23, wenn ich richtig gerechnet habe. Entschuldigung. Da müssten wir noch summa summarum 23 haben. Quanta 15, ich weiß halt nicht, hier, ne? Ich weiß halt nicht. So, zack, ein Buch rein. Raw Explicers, okay. The Runes Reveal All. Was?
Erlaubt es dem Träger schneller zu laufen, wenn ein Schild ausgerüstet ist. Super. Super. Rückstoß 1. Ich glaube, das ist einfach, da müssen wir halt einfach Glück haben, ne? Ist das mit Glück verbunden? Ich müsste mir da... Schnellladen 1, das macht überhaupt keinen Sinn, was ich hier mache, ne? Langlebigkeit 2, das wäre doch mal ganz gut. Increased Experience Gain when using the item. Okay, erhöht die maximale Haltbarkeit der Schleuder. Ach, der Schleuder! Ach so, der Schleuder! Ach so! Ja, dann Schnellschaden, Bann 1, Langlebigkeit... Ich glaube, das macht keinen Sinn. Ja, Mist. Ich müsste mir das echt nochmal anschauen. Ne, ich müsste mir das echt nochmal anschauen, wie das jetzt im Grunde genommen funktioniert. Auch hier, ich glaube, das ist auch hier alles ein bisschen falsch gebaut, weil wir haben hier 7, da haben wir 1. Eterna 15, Quanta 15%. Ich weiß halt nicht, wie man das hier noch besser hinkriegt. Das müsste ich mir dann nochmal anschauen. Ne, vielleicht ist das... Dann machen wir hier 1 zur Zierde und dann machen wir woanders mal 1 richtig hin, ne? Weil so macht das keinen Sinn. Nee, so macht das keinen Sinn. Da müssen wir erstmal, ja, mehr oder weniger so. Ja. Ja. Weil reparieren, warte mal, reparieren. Schmiedetisch, Ingenieurs, nee, hier war ja auch nichts. Basteltisch, hier konnten wir ja auch nichts machen, ne? Nee. Aber dass ich das hier nicht reparieren kann, das. Ich will mal was, warte mal, ich will mal was versuchen. Ja, dann sind aber die ganzen Verzauberungen weg. Ich weiß halt nicht, Netherite. Netherite Diamond Schwert. Brüchig, flexibel, Eigenschaften, Werte. Eigenschaften, brüchig, fireproof. Aufbau alt. Was? Ausrüstung erleidet manchmal mehr Schaden. Okay. Cannot be destroyed when dropped in fire or lava. Ausrüstung erleidet oft keinen Schaden. Warte mal, wir haben brüchig 2 und dann flexibel 2. Was ist das denn? Aufbau alt. Netherit-Glasur, Netherit-Holz, Gefolz. Diamantschwertklinge, Diamant. Ich bin nicht so überzeugt davon. Ich wüsste nicht, was das jetzt hier besser macht. Besser oder schlechter macht. Nee, ich hab da keine Ahnung von. Ich hab da wirklich keine Ahnung von. Okay, pass auf. Ich würde dann aber erstmal dabei belassen. Und das würde ich dann erstmal, obwohl wir können es ja eh nicht reparieren, ne? Wir können es ja eh nicht reparieren. Ich wüsste jetzt auch, ich habe auch keinen Lösungsansatz. Also ich habe auch nichts gefunden, was jetzt hier vielleicht... Vielleicht haben wir ja hier irgendwie Glück, dass sie sagen, okay, pass auf, eine Mod ist so gnädig. Netherite Oxygen Can. Space Boots, Space Pants. Wow. Huch, nein. Ja, stimmt, man kann hier irgendwann auf den Mond fliegen, ne? Das wäre auch witzig, wenn wir das mal machen würden. So schön auf dem Mond, so tschüss. Aber ich glaube... Ja. Obsidian to Netherite Furnace Upgrade. Netherite Furnace. Cooktime 5. Die Frage ist natürlich, ja, die Frage ist natürlich, ne? Nether Türaufdruck. Netherite Upgrade. Okay. Nethermine muss ja erforscht werden in der Universität, um gebaut zu werden. Eine Nethermine. Okay, aber sonst haben wir hier nichts, ne? Also, schade. Und wenn, wüsste ich auch nicht, was das wäre. Ne, wenn, wüsste ich nicht, was das wäre. Was ist das denn? The rod is not attuned to any material. Okay. Green Nether Bricks. Okay. Okay, mega cool. Wow. Okay, sollte ich mir mal merken. Netherite Door. Goldene Tür. Ja, okay. Ja gut, aber wir können hier erstmal nichts machen. Okay, pass auf, dann lasse ich das einfach mal so. So, und hier haben wir ja, ne? Dann gehen wir mal wieder in Twilight Forest rein. In the Twilight the Forest. Das kann erstmal hier raus, das kann erstmal nochmal hier raus.
Das kann auch raus, das kann auch raus. Alles weitere, ja, ich lasse das erstmal so. So, zack. Na, wer ist denn da schon wieder? Ah, nee, warte mal. Pass auf. Ich nehme mal ein bisschen Erde mit. Ne, damit wir ein bisschen was zum Bauen haben. Ich nehme mal ein bisschen Erde mit. Dann... ja, muss ich das erst aufbrauchen. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt eine richtige Entscheidung ist, das weiter zu benutzen. Oder erstmal aufzubewahren. Naja, weil ich habe jetzt nicht... ich weiß nicht. Ich habe hier halt keine Reparatur drauf. Das ist das Problem. Egal, komm. Wenn es kaputt ist, ist es kaputt. Na gut. Das ist jetzt so eine Entscheidung, die muss ich jetzt... wo bin ich? Ich bin hier falsch. Die muss ich halt jetzt treffen. Weil, wie gesagt, ich habe es mir jetzt angeschaut, aber irgendwie kommt da auch nichts. Weil ich glaube, man konnte das irgendwann mal reparieren. Ne? Man konnte das irgendwann mal... Aber jetzt geht's halt nicht mehr. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ne? Bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage... was ist das denn hier? Der einsame Stuhl? Okay, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, den da platziert zu haben. Warte mal, wir hatten doch hier irgendwo... Warte mal. Eingang, Ausgang. Nagerstätte, Turm des Lichts erledigt. Ah ne, wir hatten das als Dings. Da will ich mal kurz ausprobieren. Da hatten wir einen Waystone hingemacht. Wenn ich da jetzt hinreise, ne? Und da dann in das Portal wieder reingehe, komme ich dann wieder da raus? Obwohl, das ist eigentlich egal. Es ist eigentlich egal, ne? Weil, ja, natürlich kommen wir da raus, wo... ja, egal, komm. Ich mach einfach mal. So. Und jetzt theoretisch müssten wir wieder hier sein, genau. Gut. Habe ich Fackeln dabei? Ich brauche mal ein paar Fackeln, sonst sehe ich wieder nicht so weiß, ja, wie das läuft. Ja, ich hätte mir noch ein paar Fackeln machen sollen, ne? Gut. Wir sind, glaube ich, letztens da lang gegangen. Ich gehe jetzt mal hier lang. Ne? Um einfach mal hier auch die Sachen zu erforschen. Ich würde dann tatsächlich, da wir jetzt auch, denke ich mal, ein bisschen mehr in Twilight Forest drin sind, vielleicht auch mal schauen, dass wir... hoch. Dass wir vielleicht die Queste machen. Ja gut, das ist natürlich hier was anderes, ne? Aber die normalen Quests. Warte mal, wo kriege ich die denn her? Hier. Ja. Ist alle Lebensmittel, die es nur im Dämmerwald gibt. Da müssen wir mal schauen, was hier so wächst. Was hat hier? Farnwedel, auch sehr schön. Die Frage ist, ich möchte jetzt mal kurz was ausprobieren. Pass auf. Gebratenes Hammelfleisch. Wenn ich das jetzt... ah, ja, das ist natürlich jetzt hier... ja, gut. Ich gehe erstmal, bevor ich jetzt... ja. Komm. Wir gehen erstmal nochmal auf Entdeckertour, ne? Da habe ich jetzt mehr Bock drauf, als hier irgendwelche Quests zu machen. Hier Turm des Lichts erledigt. Theoretisch hätte ich mich auch... okay. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Ganz schön laut, die Viecher hier. Entschuldigt mal. Zikade. Kann ich dich mitnehmen? Tatsache. So, dich will ich auch mitnehmen. So für bei uns, weißt du, wie ich meine? So, Schnauze. Ich entführe euch in eine neue Welt, in der ihr wahrscheinlich nicht überleben wird. Werdet. Wird. So, da hinten sehe ich, glaube ich, oder auf der Map sehe ich gerade ein... ist das ein Berg? Also ist das hier von einem Troll? Könnte sein, ne? Es ist sehr dunkel gerade. Hier irgendwo da. Oder hier. Ich sehe gerade nichts, ne? Es ist sehr, sehr dunkel. Es ist sehr, sehr dunkel. Ich sehe fast gar nichts mehr. Das ist immer so ein Problem, ne? Ich hasse das. Ich meine, ihr seht mehr als ich. Da hinten haben wir noch ein Haus. Aber das sieht doch aus wie... ne? Wie ein Trollunterschlupf.
Da kannst du mir doch erzählen, was du willst. Hier muss doch irgendwo ein Eingang sein.